Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rescue HQ. So. Und weiter geht's. Wir fahren bei der nächsten Schicht fort. Gerade hatte ich einen interessanten Tipp bekommen, dass sich nämlich die meisten Verbrechen, also zu denen die Polizei kommen muss, in der Nacht ereignen. Das heißt, vielleicht sollten wir die Schichten umstellen, sodass wir nachts zukünftig mehr Polizisten da haben. Also. Klingt gut, oder? Ich hoffe, dass da jetzt dann irgendjemand hingeht. Sich darum kümmert. Wie sieht es eigentlich hier im Knast aus? Gar nichts mehr ist los. Das gibt's ja nicht. Dabei haben wir das Ding ja noch erweitern wollen. Tja. Ansonsten schaut hier, glaube ich, alles ganz gut aus. Können die hier was machen? Nein. Können die hier was machen? Nein. Können wir das Ding eigentlich wieder abbauen und verkaufen? Vielleicht. Tja. Ich würde sagen, dann warten wir jetzt erstmal. Was passiert hier eigentlich? Schlechte Medizin in Spitzelgang. Bereiten Sie Folgendes vor. K9-Einheit Scharfschützenausrüstung, SWAT-Ausrüstung. Oh mein Gott. Okay, wir müssen unsere Punkte wohl mal wieder sparen und dann wieder für was Bestimmtes ausgeben. Juhu. So, Laden ausgeraubt, kein Problem. Wartet mal. Gleich nochmal hier. Nee, da brauchen wir das nicht. Alles klar. Laden ausgeraubt, nehmen wir den hier. Eine Person reicht. Wobei, wartet mal. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute hier auch endlich mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Sehr schön. So, was haben wir hier? Die bräuchten wir jetzt 4 Leute. Dann nehmen wir mal hier die 2 Fahrzeuge. Und dann schicken wir hin. Passt. Und so läuft das wieder ganz gut mit der Erfahrung. Ne? Jetzt müssen wir hier echt mal schauen. SWAT-Ausrüstung. Was brauchen wir denn dafür, dass wir das dann hier irgendwie haben? Schutzausrüstung. Waffenkammer, SWAT-Ausrüstung. Scharfschützenausrüstung. K9-Einheit. Oh Gott. Das wird sehr teuer. Wir fangen, glaube ich, erstmal mit der Scharfschützenausrüstung ein. 25.000. Oh Gott. Das blockiert hier alles. Das blockiert hier auch alles. Aber ich baue das jetzt einfach mal dahin und dann reißt man nämlich jetzt hier mal schnell die Wand ab. So. Hä? Wieso sollen jetzt einige Sachen hier nicht erreichbar sein? Ich nehme erstmal das hier. Ja gut, dann verkaufe ich das eben wieder. Meine Güte. Dann müssen wir das Ding jetzt hier erst nochmal ein bisschen upgraden oder ausbauen. Also ich hoffe, dass das okay ist. Eins wahrscheinlich noch und dann... So. Jetzt werden wir ja wohl hier diese tolle Ausrüstung hinbekommen, oder? So, Versorgungsraum. Scharfschützenausrüstung. Ist das jetzt okay so? Die Streetfood-Messe beginnt in wenigen Tagen. Lagert und wartet Scharfschützenausrüstung. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht. Okay, Streetfood. Was brauchen wir denn dafür? Eine Intensivstation und Medizin. Nee, wir kümmern uns jetzt erstmal darum. Als nächstes gibt es die K9-Einheit. Oh Gott. Habe ich doch glatt schon wieder was übersehen. Okay, wir brauchen... Oh Gott, eine hohe Drehleiter. Wie sollen wir das jetzt schon freischalten können? Das geht so nicht. Da müssen wir leider hier erstmal damit andrücken. Dann schicken wir noch einmal Brechwerkzeug mit und... 5 Tanks sind okay. Dann würde ich mal sagen... Du kommst damit...
Du. Und du. Oh Gott. Okay, das ändert hier überhaupt nichts mehr daran. Krass. Ja, dann lassen wir das hier wieder weg, ne? Das reicht aus. So, wen brauchen wir denn hierfür? Einfach nur so einen Krankenwagen-Heini, das ist okay. Und dann nehmen wir mal den hier mit. Und dann könnten wir eigentlich Leute entsenden. Wieso will das nicht? Benötigt zwei weitere Gegenstandsplätze. Also müssen wir doch hier eines der Feuerwehrfahrzeuge mitnehmen. Und dann können wir jetzt hier auch noch jemanden reinstecken. Und Abmarsch. So. Das nächste Problem, das haben wir halt immer noch nicht wieder Schutzausrüstung. Peinlich, peinlich. Und was brauchen wir hierfür? Noch mehr Schutzausrüstung. Ja, geil. Alles klar, 80% reichen mir jetzt hier erstmal. Da schicken wir mal einen Streifenwagen hin, dann nehmen wir mal den und dann ist auch gut. Okay, sehr schön. Dann doppelte Geschwindigkeit. Und dann lassen wir den Spaß hier mal durchlaufen und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Oh, oh, oh. Ihr kümmert euch mal darum und da will sich niemand drum kümmern. Geil. Oh mein Gott. Ja. Das ist jetzt schlecht. Da was drin haben wir nicht. Das Fahrzeug. Ich meine, vier Tanks haben wir. Dann schauen wir mal, was hier abgeht. Reicht das aus? Wir müssen mit 90% leben. Und wie sieht es hier aus? Eine Kollision von mehreren Fahrzeugen. Alle drei Abteilungen sind vor Ort erforderlich. Ich meine, da werden wir hier wohl nur so ein paar Heinis brauchen. So, passt. Und da wird es ja wohl ein einfaches Krankenwagenfahrzeug tun. Und dann hängen wir hier einfach mal den hier rein und dann passt das 100%. Alles klar. Na, also. Erfolgreicher Notfall. Wir haben wieder ein paar Pünktchen bekommen. Wenn auch nur 40. Aber gut, ich möchte mich da jetzt nicht beschweren. Der nächste erfolgreiche Notfall 100. Das sieht doch gut aus. Ja. Jetzt 72 und 80. Und... 63, so was haben wir denn jetzt hier? Ansehen in Geld umwandeln? Nein, will ich nicht. Leistungsbewertung 100%. So, was mache ich da jetzt? Ist das hier, wie viel Geld sie erhalten können? Stadtzuschuss, okay. Dann nehme ich das. Ist das dann gut? Ja, das wird schon alles passen. So, der nächste erfolgreiche Notfall. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es kein Kredit war. Muss ich da jetzt irgendwie was tilgen oder so? Steht jetzt hier nirgends. Ja gut. Wird schon passen. Sehr gut, da haben wir wieder ein paar Leute rausgeschickt. Das gefällt. Hier, redet dem auch nochmal ordentlich zu. Damit er das nie wieder tun wird. Oh. So, das gab schon wieder Geld. In diesem Fall war es aber ein Patient. Ich würde sagen, im Groben sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann schauen wir jetzt hier mal. Versorgungsraum und irgendwo hier... Wo ist denn jetzt dieses Hundeding? Das ist plötzlich nicht mehr da, das verstehe ich nicht. Hm. Wie
sieht es dann mit den Garagen aus? Kriegen wir da irgendwie noch eine spezielle Hundeeinheit oder was ist da? Kann viel Besetzung nehmen, wir machen Kontrolle und Krawalle. Das modernste Polizei. Ja, das können wir. Ach, jetzt sind wir endlich hier bei 1300. Okay. Ich weiß nicht, was brauchen wir denn dann dafür? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da aktuell irgendwie eines der Autos dafür brauchen. Oder? Das ist vielleicht ganz gut, aber 1800 haben wir halt nicht, ne? Und werden wir auch nicht haben, weil da laufen wir ans Limit. Ja, dann weiß ich auch nicht. So, was haben wir hier? Wieso haben wir eigentlich noch immer keine Feuerlöscher? Darum sollten wir uns vielleicht auch langsam mal kümmern. Das ist doch echt peinlich im Moment. So, ich schick mal... Warte mal, da braucht man niemanden, ne? Dann schicken wir die auch nochmal mit, damit wir mehr Leute hinschicken können. Was ist denn das für ein Disziplinbewahrer? Oh! Sehr schön. Das ist cool. Wir schicken mal die ganzen Heinis hier jetzt los. ...70% ist nicht so gut. Würde ich sagen, nehmen wir den mal raus. Nehmen den mit rein oder nehmen wir nochmal den hier raus und dann nehmen wir halt den noch mit rein und das ist gut. 90%, das reicht jetzt erstmal. Und was hätten wir hier? Was ist denn das? Medizin. Dann brauchen wir SWAT-Ausrüstung und dann brauchen wir noch eine Scharfschützenausrüstung. Ja gut. Also einmal der Mannschaftswagen, das ist irgendwie klar, weil dadurch haben wir schon mal hier die SWAT-Ausrüstung. Dann nochmal ein Scharfschützengewehr, das ist auch sehr nett. Dann nehmen wir hier unseren ultra krassen Elite-Kämpfer. Na, der ist nicht gut. Dann nehmen wir hier noch so einen Noob mit. Wie viele brauchen wir denn noch? Wir brauchen ja noch jede Menge, ey. So, das muss jetzt erstmal reichen. Dann... Was haben wir denn aktuell schon draußen? Nix. Wir nehmen auf alle Fälle den mit. Dann nehmen wir den mit und... Erste-Hilfe-Set und noch ein bisschen Medizin. So, das reicht. 99% ist gut. Wir schicken die Leute raus. Hervorragend. So, dann lassen wir die noch mal ein bisschen was machen. Die auch. Gucken wir mal. Da gab es gerade irgendwie auch Geld. Es gibt für Schreibarbeit Geld. Nett. Erfolgreicher Notfall, 45 Punkte. Jetzt sagen wir hier gleich mal, kümmert euch drum. Da muss sich sowieso jemand drum kümmern. Da gibt's nichts zu tun. Da gibt's auch nichts zu tun und hier gibt's auch nichts zu tun. Okay, alles klar, das ist gut. SWAT-Ausrüstung, da könnte man natürlich nochmal explizit gucken. Okay, schauen wir nochmal ganz kurz nach in den Versorgungsraum. Oder die kennen eine Einheit, ne? Ich glaube, wir gönnen uns die jetzt einfach mal. Wow. Wirklich. Ich weiß ja nicht. Ich will jetzt aber auch nichts sagen. Ne? Hauptsache, wir haben hier ein Hündchen.
Das ist schon okay. Jetzt haben wir also eine SWAT-Ausrüstung, wir haben eine Scharfschützenausrüstung und wir haben so einen Hund. So, was braucht man denn hierfür? Ein Fahrzeug rast rücksichtslos über die Straßen der Stadt und gefährdet Zivilisten. Schicken Sie Ihren besten Fahrer. Alles kein Problem, weil wir haben da einen richtig guten Dude am Schlüssel. Und raus mit ihr. Und was hätten wir hier? Da brauchen wir einfach nur zwei Polizisten. Easy. Dann nehmen wir einen normalen Streifenwagen und dann setzen wir den hier rein und den hier. Das reicht dann erstmal so. Was brauchen wir denn jetzt hier genau? Wir bräuchten halt Wasser. Nehmen wir das. Dann bräuchten wir einmal Brechwerkzeuge. Auch das ist kein Problem. Nehmen wir mal den mit und hier und hier. 90% muss uns jetzt erstmal reichen, oder? 90% reicht uns jetzt auch erstmal. Das ist eine gute Erfolgsquote. So, sitzen Sie! Das Faultier ist aus dem Zoo entkommen. Anscheinend werden hierfür alle Abteilungen benötigt. Keine Fragen jetzt. Was? Nein, okay. Die sagen sie so schön. Keine Fragen, ne? Okay, wir brauchen jetzt irgendwie 8 Feuerwehrleute. Da bringen wir 3 rein, das ist nicht so gut. Da bringen wir 3 rein, da bringen wir 6 rein. Ja, müssen wir jetzt erstmal damit leben. Nehmen wir hier mal die ganzen Dudes und Dudinen. Zack, zack, zack. Zack. So, das muss jetzt erstmal reichen. Dann nehmen wir hier den Mannschaftswagen. Wir haben leider nur einen Hund. Aber ein Hund ist besser als kein Hund. Aus dem Grund ist das schon mal ganz gut. Okay. Das reicht. Mehr müssen wir da jetzt von denen nicht mitnehmen. Jetzt brauchen wir noch einmal einen Krankenwagen. Da brauchen wir keine Zusatzausrüstung. Dann nehmen wir jetzt hier endlich mal so ein paar Noobs mit. ...87% ist gut genug. Ach ja, die Intensivstation. Oh mein Gott. Dann gucken wir mal, was hier mit diesem Behandlungsraum ist. Und wo ist jetzt die Intensivstation? Tür, Diagnosestation, Verbrennungseinheit, Kontaminationsstation, Erste Hilfe, Notfallwagen, Zielschrank und medizinisches Labor. Tja, da werden wir wohl noch einen Moment brauchen, bis wir das dann haben. Aber sehen wir mal. Das passt. Nächste Schicht. Gott, jede Menge Bewerber. Ich weiß nicht, brauchen wir denn eigentlich Leute? Keine Schließfächer mehr. Okay. Wir könnten noch ein paar Polizisten einstellen für die Nacht, ha? Huh? Komm, wir stellen dich ein für die Nacht. Aber mehr nehmen wir jetzt nicht. Erfolgreicher Notfall, 3000. Läuft. So langsam kriegen wir wieder auch ein paar Pünktchen. Das ist sehr gut. Ich schalte mal wieder auf schneller. Im Moment werden wir erstmal noch nicht bauen. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen Geld sparen. Und dann gucken wir mal. Oh mein Gott. Und schon geht's wieder los. Jetzt haben wir dooferweise nur das Fahrzeug hier. Ich glaube, wir müssen tatsächlich unsere besten Leute rausschicken. Okay. Achso, ein Auto ist in ein Gebäude gekracht. Es ist zu schnell in einer Kurve fuhr. Es gibt keine Opfer, aber der Fahrer scheint betrunken gewesen zu sein. Ja, da muss man schon hier, ne, mit allen aufrücken. Ach so, so ein Typi ist dann immer irgendwie interessant. Ich nehme den trotzdem mal mit. Dann nehmen wir noch den hier mit. Wird der gut gelevelt. So, was brauchen wir jetzt hierfür? Ein Tourist hat einen über den Durst getrunken und brach zusammen. Am besten versuchen wir hier die Schreibarbeit gering zu halten, da diese internationalen Sachen gerne chaotisch werden.
Senden Sie medizinische Unterstützung, um den Kerl hydratisiert zu halten, und bitten Sie die Partypolizei, die schlechten Schwingungen dort festzuhalten. Ende der Durchsage. Ihr abgefahrener Bürgermeister. Dann würde ich natürlich sagen, machen wir das, was der uns da empfiehlt. Immer so ein Massenkontrollding. Nehmen wir mal den mit und dann nehmen wir hier noch den hier mit. Brauchen wir noch jemand? Nee. Damit sollten wir doch hinkommen. Hier ein Krankenwagen, das ist gut. Warte mal, dann nehmen wir nicht den, sondern nehmen wir mal irgendjemand. Wobei, ist schon gut, wenn wir da mal ein paar gelevelt haben. Alles klar. So, ich würde aber sagen, ich beende die Folge an der jetzigen Stelle. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao. Und